Is that message from General Pepper, priority 1? Yeah, this looks good. We need your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lilac system and is trying to take. Im Grunde Andross denkt sich so, Alter, Mega War. Hurry, Star Fox. Denkt sich so, Warship. This fucking slip pep. Dead pep, fuck. Burb. And fuff. Das sind die Zutaten, aus denen ein ziemlich gutes Spiel gemacht werden sollte. Aber nochmal so jetzt, wo wir gerade mal hier zu Anfang noch ein bisschen Zeit haben. Für diejenigen, die Lilith Wars selber gespielt haben. Was ist so euer absolutes Hasslevel, wo ihr am liebsten jedes Mal umgehen würdet? Und was ist so euer Lieblingslevel? Mal so aus Interesse. Oh, I love this game. Corneria, fourth planet of the Lilat system. The evil Andross turned this once thriving system into a wasteland of near extinction. General Pepper of the Cornerian army was successful in exiling this maniacal scientist to the barren, deserted planet. Grüne Wasserplanet, du meinst hier, dieser Wasteland Planet da. James McCloud, Pygma Dengar, and Peppy Hare of the Star Fox team were sent to investigate. Upon their arrival, Pygma betrayed the team, and James and Peppy were captured by Andross. Peppy barely escaped Venom and returned home to tell James' son, Fox, about his father's fate. A few years have passed. Andross has again invaded the Lilat system. General Pepper has turned to a new Star Fox team, headed by Fox McCloud, to save Corneria and free the Lilat system. Ich find's cool, wie Falco im Hintergrund sitzt, so burp mode. Aber ja, Lilith Wars ist eins meiner Lieblingsgames. Like everyone, everything. It's about time you showed up, Fox. You're the only hope for our world. I'll do my best. Andross won't have his way with me. Gut, jetzt auf dem Emulator haben wir natürlich auch so hier und da kleine, so minimale Grafik-Abfucks, so wie Fox Kopf eben. Aber, oh. Es fühlt sich so viel besser an. Ohne Scheiß, ich weiß nicht warum. Aber die, die Wii-Version, also die Virtual Console-Version, die ist irgendwie fucking busted. Fuck, Fox. Thank fuck. By the way, erwartet kein High-Class, Dings von mir. Mein Hirn ist halt zu sehr mit Melting beschäftigt. Ich hätte mir mal vorher ein paar Weehawk-Videos angucken sollen dazu. Everybody stay alert. Erstmal schön ins Gebäude. This is how we do it. Fuck. Jetzt mal Goldring verwenden. Was soll ich mit dem Goldring? Das ist nur ein Health Power-Up. Es gibt mir keine Punkte. Oh shit, da unten waren Punkte. Ich sehe das auch nicht als Gegner an. Ich sehe das nur noch als Punkte.
take this. Get the one behind me. Something's wrong with the G diffuser. I guess I should be thankful. Als ich vorhin mal geguckt habe, ob die ROM vernünftig funktioniert, habe ich bis hierhin mal gespielt. Und als Falco meinte, ich soll, dass er dankbar ist, wäre er fast mit mir kollidiert, weil er mir auf einmal entgegengeflogen ist, dieser Psycho. By the way, ich habe noch nie überall in dem Spiel die Medaillen bekommen. Habe ich mir entweder nie die Mühe gemacht oder ich war zu scheiße. Außerdem kenne ich die ganzen Rüdiger-Top-Tricks nicht. Ich bin leider kein Super-Rüdiger. Ja. Ich finde jetzt, das Health-Up ist jetzt in der ersten Stage ist überhaupt nicht wichtig eigentlich. Enemy robot, dead ahead. Let's go. Okay, ich habe jetzt in der ersten Stage 150 Abschüsse. Ich sag 150, weil ich weiß, dass der Boss halt 10 Abschüsse gibt. Also 10 Hits. Ah, so you get fucked. By the way, ich finde den ersten Boss immer halt mega lächerlich. Und da habe ich jetzt gerade die falsche Taste gedrückt. Vergessen, dass man ja spinnen kann. My Emperor, fuck you. Yeah, fuck. Ja, doch, aber das war gar nicht mal so schlecht. Spin! Beziehungsweise ich habe auch jetzt mal meinen ganz alten 360-Controller rausgepackt. Nächster Peter! Tuffel, danke für den Submenü. Und meine Güte, es spielt sich verdammt gut mit dem Controller. Besser als mit dem mit der N64. 51? Wo kam der eine jetzt noch her? Hä? Moinsen, Falco. Jetzt habe ich einen Falco hier und einen Falco da. Double Falco Action. Leck mich halt fett, okay. Fine, weißt du, erste Runde direkt erstmal eine Medaille. Yeah, this is fine. I'm okay with that. I'm not that suck. Impressive, Star Fox. Now watch out for enemies in the asteroid field. I won't let you down, sir. Der Boss zählt als 11? Achso, einmal plus 10 und der Hit an sich? Das ist mir nie aufgefallen, to be honest. Like, no shit, das ist mir nie aufgefallen. Ey, das sind meine Abschüsse. Und der Flügel ist kaputt. Things are starting to heat up. Quit dinking around, Flip. Mach keinen Scheiß, Slippy. We're heading into the asteroid. Nani? Ich glaube, das brachte nicht so viel, ne? Nee. Don't mess up that R way. Don't mess up my score, you fuck. Hey Einstein, I'm on your side. Ja, dann verpiss dich halt. Hey Einstein. Quiet. Too quiet. Be careful, it's a trap. Be careful, he is dead. Ja, aber Bomben geben keine Bonus-Hits. Peppy, was machst du eigentlich? Was bringst du mir eigentlich bei? Lern mal. Fang einfach mal an, mich zu beleidigen. Ja, natürlich, Falco.
entweder du oder Bird Brain. Und the suck is big. My suck is big. Fuck you, Peppy. Use the boost to get through! Boost the boot, the boot! Snood and boodin'. Location confirmed. Pending supply. Das einzige Problem, was ich halt nur habe, da das ja hier quasi mit, da ich ja mit, quasi mit dem keinen N64-Controller jetzt hab, hallo. Ich muss quasi für die C-Knöpfe muss ich den Stick benutzen. Yes. Und das funktioniert nur milde. Bisher ist es funktioniert, aber manchmal gehst du halt in die First Person, ich fange gleich an zu kotzen Perspektive. They're on me, I'm getting old. Ich komme da gar nicht ran. Frank Fock. Nein, nicht den. Den, genau. The enemy coming from behind. Irgendwann bringen wir auch nochmal bei, wie Charged Unlocked Shots richtig funktionieren, damit der Weehawk stolz auf mich sein kann. Also nicht halt nur, ne? Alter, wofür, Falcon? Weil du mir die fucking Hits klaust? Swear to God. Schade, manchmal spawnen da ja zwei. You wanna piss on me? Okay, das war das Falsche. Alter, Slippy, du wurdest gerade von den weltlangsamsten Schiffen verfolgt. Das möchte ich nur mal so kurz betiteln. Alter. Hold A to charge your laser. And charge lasers. Oh. You can also lock on the enemies this way. And you get massive scores. Fuck! Nein, nicht den! Boah, Alter. Am liebsten. Fuck that! Not having any of this bullshit. Das alte Layout? Ja, wie man welches sonst. Moment, ich fang ganz von vorne an. My mistake. Ich dachte, ich fang vom Checkpoint an. Well. Don't mess up that R way. Maybe. Ich hab das bei Weehawk gesehen, ja? Seine Schuld. It's quiet. Too quiet. Ich wusste nicht mehr, dass Restarts so scheiße sind. Be careful, it's a trap. Alter. Krieg grad gar nichts. Excuse me? Ne, sowas nagt an mir. Das mag ich nicht. How did I miss the middle one?
Speedrun ist. Whoa! Can you make it? Use the brake! Bremsen ist für Pussys. Use the boost to get through! Also. Location confirmed. Sending supplies. Ich mache halt null Damage gerade. Das ist nice. Bitte sag mir, da ist ein fucking Laser-Upgrade. Danke. Watch out, fuck. Oh no. Oh no. No, 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 no. Fucking. Da ist auch noch einer entkommen. Also ich hätte nicht resetten sollen. Ich hätte einfach mal das nehmen sollen, was ich bekommen habe. This is what I get for getting greedy. Look at this baby score I have. They're on me! I'm getting careless! Thanks, Fox. Look at this pathetic baby score. Oh nein. Why? Why? Deine Mutter ist von behind. Yeah, no. Don't need your barrel roll, baby shit. I guess it's your turn to be thankful. Guess it's your turn to leave my kills to me, you fuckwit. Ich hätte einfach die Stage nicht resetten sollen. You want a piece of me? Ja, Slippy, ich, ne? Ich hab legit Baby Damage gerade. I am legit baby slip. Monster kill. Hold A to charge your laser. Yeah, yes. You can also lock on the enemies this way. Yippee! You did it! Why wouldn't you fucking... There we go. That's the fucking ticket. So, jetzt fliegen wir nochmal durch die Kartoffelgalaxie hier. Ich habe als Kind immer gedacht, dass die ganzen Rocks hier aussehen wie Kartoffeln. BZW glaube es bis heute immer noch. It's Kartoffelgalaxy. So, mit dem haben wir jetzt 203. Das ist, ja, damit bin ich zufrieden. Könnte besser sein, though. I fucked it. Oh, ich hab mal das Handtuch umgedreht, ne? Oh, das war eine gute Idee. Oh, yes. Oh, that's the spot. Please don't shoot me with Doritos. I've underestimated you. Oh, but the hubba dubba do. Yabba dubba do. Komm und mach an. I'm doing legit baby damage. Massive baby damage. Ich finde es, by the way, interessant, wie das gesamte Team im Hintergrund nur rumfliegt. Sagt dem Motto, Chef macht das schon. Are you gonna listen to that monkey?
Monkey. Monkey. You're not as stupid as you look. Warte, habe ich das richtig gesehen, dass irgendwie letztens ein Haufen unkomprimierter Voicelines aus alten Nintendo-Games geleakt wurden? Sorry to jet, but I'm in a hurry. He dead. All aircraft report. I'm fine, I'm fine. I've taken a few hits, but I'm okay. Wo? Woher? You worry about your own hide. Ja, doch. Bin ich bislang ganz zufrieden mit. 2,50 waren laut für die Medaille. Ui. Ah, noch einiges gefehlt. Hätte ich den Anfang nicht so verschossen. Aber der Anfang war halt echt schlecht. Never mind. 250 ist dann wahrscheinlich Rüdiger Score. By the way, 2 Level und ich habe in beiden eine Medaille. What am I doing here? Recover our base from the enemy army. Roger, General. By the way, sollen wir einen der drei Runs mal auf Lailatianisch machen? Bei Lailatianisch klingt teilweise echt Gurke. Mein Kill. Mein Kill. Mein Kill. Mach mal erstmal ein Laser-Level up. Yes. Yes. You're mine. Kill stealing, Slippy. Das nennt sich Kill stealing. Laser upgrade hier irgendwo. Could really use that. There's one down. I got one. You stole one. All of your kills belong to me. By the way, als Kind war das hier so, war diese Stage so the bane of my existence. Ich war richtig scheiße in diesem Level. Can't let you do that, Star Fox. Andros has ordered us to take you down. Happy, long time no see. Das Geile ist ja, wenn man wenn das Spiel ja einmal durch hat, kann man ja Cutscenes quasi skippen. Und das Witzige ist irgendwie, jedes Mal, wenn man das macht, dann ja, die ganzen Gegner. Lässt du das mal? What the heck? Da sind wir gerade alle hier nah aufeinander. I'll do you fast, Peppy, old pal. Where's up, Chris? I'm not afraid of you. Shoot! He's right behind you. Gee, I've been saved by Fox. Nothing happening.
Ja, ja. Du. What the heck? What the heck? Take care of the guy behind me, Fox. Boah, Alter. Slippy ist mittlerweile auf Blutjagd. Ich hab fucking Onkel Andros hier weggeballert. Fuck. Location confirmed. Pending supplies. What the heck? Ist das Ding gerade einfach vor mir gespawnt? Take care of the guy behind me, Fox! I can't move my beautiful reward! Und Medaille, nice. I'll take care of the bomb now. Peppy ist auch der Soldier aus TF2, was? What? Yo, Mathbite, what up? All aircraft report. Burby DB Dirt. Chill mal, Fox. That was a close call, Fox. Quatsch. Nah. 70, aber gut, auf der Map gibt's halt noch nicht viele zum Abschießen. Erstmal gehostet. Vielen Dank, mein Dude. Oh, Mervin, sagst du das? Ich sag dir, bei uns, es macht auch nicht viel mehr Spaß. Nee, da will ich jetzt nicht hin. Die Route will ich jetzt nicht fahren. Die müffelt. Reports indicate that Andros is working on some secret weapon. Saarbrücken? Oh ja, Mensch. I'll check it out. So, bislang 3 Stages und 3 Medaillen. Das ist mehr, als ich bislang sonst zusammenkriege. Wir machen einmal jedes. Von daher, every ending. Let's take out that weapon, boys. Let's have a little fun. Stay alert. Was war er denn jetzt? He's quick, be careful. Den wollte er mir stehlen. Meh. We're getting close to the base. Oh, that was nice. Ja, jetzt schon 77, ist nicht schlecht. Somebody see this here. It's all gone. Können wir halt langsam echt mal das Upgrade wieder gebrauchen. Ich fliege ungern nur mit dem hier rum. Das war eine Hand. Ja, dann flieg vernünftig. Boah, Alter. Yes. I'll attack from the outside. Interceptor system dead ahead.
Oh, that was nice. Ich hab jetzt schon fucking die Medaille. Was ist los mit mir? Alter. Ich kann dich echt mit keiner Aufgabe... Hä? Jetzt habe ich doch nicht mehr Medaille? What the fuck? Das war doch eben rot. Nani? Danke fürs Followen. Damit sind wir wieder bei 3000. Fragt sich diesmal, für wie lange? Weil Peppy verreckt ist? Echt? Wenn du Mate verlierst... Oh mein Gott, das ist ja richtig behindert. Das wusste ich nicht. Alter, Peppy, du wertloses Stück Müll. Alter, ist doch richtig behindert. Das macht euch Leute immer, das macht die ja noch wertloser. Weißt du, fliegt bei Bossen nur durch die Gegend, denkt sich so, oh ja, das ist my life. Alter, in der nächsten auch nicht? Alter, das ist ja richtig bekackt. Peppy, you worthless piece of garbage. Der hat nicht ernsthaft... Oh, Alter. Come on. Dann kill wenigstens Slippy. Tu mir wenigstens den Gefallen. Wenn wir jetzt schon keine Medaille mehr bekommen. Slap wenigstens den Frosch beiseite. Ich mach sowieso jetzt Schaden wie so eine Banane. Oder hold on. What if I die? What if I die? What if I were dead? Wenn ich jetzt sterben würde, ne? Nur mal so grob gedacht. What if me dead? Just thinking. If me deaf. Theoretisch Checkpoint. Destroy. Oh boy. Oh no. Alter. Nein, ich habe jetzt eh meinen Laser verloren. Kurs wiederholen? Nee, das Thema hatten wir schon mal. Oh no, I activated the massive Sook. No! I have chosen death. Ich muss jetzt zwar einiges an Schüssen wieder abholen. Alter, Peppy, ne? You fucking garbage bunny.
attack from the outside. Vielleicht sollte ich dann die andere Route fliegen, aber da sind weniger Abschüsse. Mach's einfach, wenn der Peppy gleich nochmal antanzt, schießt er einfach eine Bombe. Ich habe ja drei davon. Wenn mir Weehawk 1 beigebracht hat, ne? Because I feel fucking robbed. Da, jetzt haben wir es nämlich schon. Das ist nicht schwer. Ja. Don't you die, Peppy. I swear. There we go. That's the ticket. That is the ticket. Jetzt habe ich zwar Baby Laser, aber dafür lebt der Fuckhase noch. Und in der nächsten Stage... Halt, was ist, wenn ich jetzt halt die Route für Titania will? Wenn Slippy weggeslappt wird, das zählt ja basically nicht als Death. So this is the secret weapon. Oder? What the fuck? Weil ich will auf jeden Fall auf den Sandplaneten. Where is the creator? What's he saying? Weiß es gerade einer? Mal so aus Interesse. Weißt du, wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach so. Wir haben gerade, glaube ich, ganz gute Treffer. Von daher. Aber die Sequenz ist dieselbe, obwohl Slippy nie abgestürzt ist. Also basically kann ich ihn jetzt hier wegslappen lassen, ohne... Nee, ich kann ihn nicht treffen gerade. Destroy. Ist nur nicht von seinem Swiggity Swoody treffen lassen. Let me handle this. Ich habe die Zahl schon ändern sehen. Why? I will fucking choose death. Alter, warum? Er ist nicht tot. Fine. Suck my schlong. Bullshit, is this what it is? Weil soweit ich weiß, kann man die Route nicht ändern. Can you confirm Slippy's location? Distress signal coming from Titania. Looks like he's on Titania. Slippy can be such a headache. Yes. I feel fucking robbed. Feel robbed twice. Alter, Meth. Swear to God. Das wäre meine Medaille, wenn ich eine bekommen hätte.
Sag mal so, das Gesicht da unten sagt eine Menge aus. It's too dangerous there. I can't leave Slippy hanging. Slippy fuck. Little frog fuck. Deploy the Landmaster. Landmaster. This is some major bullfuck, yes. This is some major fuckage. Give me Slippy's location, Rob. Life form indicated at 12 o'clock. Speed! There's rocky terrain dead ahead. A magnetic storm! We'll search here. Use bomb blasting! Weißt du, Peppy, ich habe eigentlich neu gestartet, nur um deinen Arsch zu retten. To save your old ass. Sure be a pain in the neck. Don't go too fast, Falco! Enemy fighters coming at you, Fox! Try hovering! Hovering musste ich mir erstmal wieder beibringen. Dabei ist das so simpel. Are you okay? Are you okay? Right. Yay. Use the boost to get through. Warte mal, geht das? Geht das kaputt? Das geht kaputt. I did not know that. Ich wusste gar nicht, dass ich den weltineffektivsten Laser mit fucking Dauerbeschuss kaputt kriege. Und das macht dann so komische Wii-Fit-Geräusche. Wow. Like that. Kill stealing fuck. Ich dachte, er hätte jetzt Peppy anvisiert. Ich meine, ich könnte es nachvollziehen können. Meine Güte. Alter, Falco. Was sind das denn für komische Kreaturen? Die! Okay, hold together just a bit further. No, you're trash. Is that you, Slippy? I'll be there soon. Slippy! I knew you'd come help me. Thank you.
Let me get a piece of that action, bot. Let me get a piece of his ass. Take out his arm, bot. Und das Gute hier ist, am Panzer, ich brauche keine fucking, keine Upgrades. Ja, Slippy, das ist, du weißt, wofür das ist. Go for the chat. Mach mal meinen Kopf weg hier. Mach einen Kopf zu. Jo, Medaille. Ich möchte anmerken. Wären diese Fuck Nuggets nicht, hätte ich bis jetzt in jedem fucking Stage eine Medaille. Das möchte ich gerade nur mal anmerken nochmal. Das ist deine Schuld, Schlipp-Pip. In your hide, Slip. I'm sure he's learned his lesson. When we get back, we'll head to Venom. Ja, ich glaube, jetzt verstehe ich auch den Hass, den die Leute mal auf die ganzen Teammitglieder haben. Die ruinieren dir deinen fucking Score. That's the point. Die ruinieren dir den fucking Score. It's just a theory. A game theory. Und noch eine. Noch lange Schauer, ungefähr ein Jahr. Aber was ist eigentlich mit der Sly-Reihe? Die ist dead. Also das habe ich schon mal gesagt. Alle LPs von damals, die sind basically dead. Weil, na, mittlerweile sage ich mir so, ich habe sie aus einem Grund nicht weitergeführt. Je nachdem, was es war. Und, wenn ich sie jetzt weiterführen würde, wären vielleicht paar Leute happy und ich wäre nach einem Stream wieder so, ja. Wer jetzt, na, versteht ihr? Wow. Ja, ich werde hier gerade irgendwie. Ah, jetzt. Das war ja der Stage immer merkwürdig. Du bist hier mal in so einer komischen Rotation gefangen. Hat Slippy gerade gesagt, your carcass is mine? Also so viel wie, Alter, deine Leiche gehört mir. Slippy, what the fuck's wrong with you? Hey, the force field is disappearing. Also halt so, ja, Sly Cooper wahrscheinlich gehört damit zu und, es gibt so einige Games, die dazu gehören. Boah, Alter. Hey, Stein ein, I'm on Schwein ein. Ich meine, in der Stage war das so, man muss den Core relativ schnell wegmachen, weil sonst die Bonuspunkte flöten gehen. Deswegen sollten wir das, glaube ich, mal in Angriff nehmen. Du weißt, wofür das war, Slippy. Hey Einstein, I'm on your side.
Weil jetzt geben die alle immer noch 10 Bonus. Na, Kingdom Hearts 3 würde ich ungern abbrechen, weil das Spiel ist eigentlich ganz nice. Das Problem ist, es hat auch so ein paar Macken, wo ich mich noch hinwegsetzen muss. Aber an sich möchte ich es eigentlich nicht abbrechen. Eine Bombe. Ja, ich glaube... Wenn ich das so mache, bringt das mehr Score. Wenn ich jetzt alles schnell abwickel. Ja, das ist nämlich, wenn man zu lange wartet, dann kriegt man nur noch plus 5 zum Beispiel. Aber ja, Kingdom Hearts 3 wollte ich eigentlich noch weitermachen. Problem ist, bei dem Wetter möchte ich ehrlich gesagt nichts machen, wo... ne... sowas ist. Venom, here we come. Ich finde Kingdom Hearts 3 nicht Grütze, so würde ich das jetzt nicht sagen, weil das Gameplay macht mir Spaß. Und visuell ist es auch schön anzusehen. Das Problem, was ich halt habe, ist diese absolut formuelle Storyline, die sie fahren. Wenn das Sinn macht, bislang. Es ist irgendwie so, du kommst in eine Disney-Welt, spielst im Grunde 1:1 die Filme nach. Killing a bunch of people. Those guys just keep calm. What? What, Falco? What? Don't go dying on me. Also es ist halt einfach so, du kommst in eine Disney-Welt, spielst basically 1:1 den Film nach. Was ich schade finde, weil das haben sie in den alten Teilen nicht wirklich gemacht. Klar, es hat so mal grob dem Film gefolgt, aus dem es basiert. Aber nur grob, wie ich fand. Es war immer noch so irgendwo sein eigenes Ding. Und jetzt in Kingdom Hearts 3 ist es mehr so... ja. Die Charaktere sind noch ein bisschen mehr reingeschuhhornt als sonst. Dann flieh ich mir nicht in eine Quere, du Lappenkind. Oh, Alter. Könnt ihr euch auch mal nicht beschweren, ihr Viecher? Plus 5, nice. Seit wann kann ich das? Ich finde es nicht so gut wie anderen Teile an Stimmen, die Sachen mit den Händen so unnötig finde. Ist keine Tim Burton-Welt. Ja, das sind, glaube ich, aber dann so Personalized-Dinger. Wie keine Tim Burton-Welt oder sowas. Ich bin halt selber noch nicht weit gewesen, aber wie gesagt, ich würde es selber ungern abbrechen wollen. Ich meine, ich habe mir die Mühe gemacht, Kingdom Hearts 2 auf Platin zu machen, also... vor allem Terra besiegt und all so ein Spaß. He died here too. You can never defeat me. Nee, bitte nicht spoilern. Also bislang ist es halt immer nur so, Sora könnte uns in die Quere kommen. Wir könnten ihn hier und jetzt töten. So why don't you? Ihr seid definitiv in der Überzahl. Sora ist in der schwächsten Form, in der er bislang war zu dem Zeitpunkt. So why not fucking annihilate his ass?
You know what I mean? Und generell einfach... Die Story ist so formulell. Es ist so... Die gesamte Storyline, der gesamte Rhythmus davon läuft einfach auf einer Schiene, basically, bislang. Ich weiß nicht, ob sich das halt noch ändert. Ich hoffe es halt einfach. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, es abzubrechen. Fehlt denn da noch sein Kopf? Ja. Never give up. Trust your instincts. Wenn er mal drauf gehen würde. To fucking die? Das hab ich nicht gedrückt. Ich wüsste halt auch nicht, warum du innerhalb von einem Raum, einem Korridor, einen Salto machen solltest. I'll go it alone from here. Fuck! Stimmt, ich kann hier noch Shots holen. Ich kann hier noch Treffer holen, yes. Ich habe 10 Leben, by the way, obwohl ich an einigen Stellen so scheiße wiederholt habe. Come on. Echt mal, warum lässt er die Tür nicht einfach zu? Ich würde einfach gegenfliegen und probably sterben. Ich finde das Kind schon immer merkwürdig. Damals so viel Angst vor Andros, vor dem Roboter Andros oder Kopf- und Handboss Andros? This is important, you know. By the way, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ne? Hungriger Wolf, moin moin. Und Tobi Zoller, danke fürs Follow. In dem Sinne, ich habe da mal was vorbereitet. Weil ich weiß ja, wie sehr ihr alle Credits liebt und
By the way, diese Credits hier sind immer unskippbar und das gesamte Ending. Ergo habe ich den hier erschaffen. I did that. Ich habe einen Fast-Forward-Knopf auf meine N64 integriert. Damn, look at them go! Ist doch schön, wenn Credits so schnell gehen, wa? Oh, not bad. Not that bad. Geht besser, though. Mr. Schorsch. Mann. Mathe-Mann. Guck mal, in den letzten habe ich nicht mal eine Medaille bekommen. Gott, bin ich schlecht. Ich habe nur 4 Medaillen. This is one steep hill, but it's worth it. Okay, das war Nummer 1. Ich mache das aber so, ich fahre wahrscheinlich jetzt. Könnt ihr das sehen, wenn ich den... Ne, ich habe die Mauszeiger gerade nicht. Ich fliege jetzt wahrscheinlich hier die Hardroute. Fliege dann in die Mitte, mach die 3 Planeten und dann muss ich mal gucken bei Macbeth, weil bei Macbeth habe ich immer keinen Plan. Aber erstmal müssen wir wieder Canaria machen. Und dann beim letzten Durchlauf machen wir einmal nur die komplett die Hard Route. Ich versuche es zumindest, weil da gab es ja einige, wo so ein bisschen tricky waren. Bogey on your tail. Whoa! Help me! Thanks, Fox! Nee, du nimmst nicht mal Damage. Nee, jetzt machen wir so die mittlere. Und dann als letztes machen wir die harte Route. We're entering Corneria City now. Fuck, man. Passt auf jeden Fall jetzt schon einiges am Bonus jetzt. Everybody stay alert. You've got an enemy on your tail. Use and version. Habe ich die gekriegt? Ich glaube nicht. Darf ich by the way mal anmerken, im Intro sagt Falco immer noch so, mit meinem G-Diffuser ist alles in Ordnung. Weißt du, erste Mission beginnt und er so, mein G-Diffuser ist im Marsch. I guess I have a problem. Hast du schon gehört, bei Jojo Part 1 nächste animiert werden soll? Was? Als nächstes Part 8 animiert? Was? Warum?
warum sollten sie jetzt Part 8 animieren? Part 6 wäre jetzt mal, ja, erstmal dran. Also halt Stone Ocean. Zumal Part 8 ist noch nicht mal fertig. Boah, Alter. Ja, das war eine echt schlechte Runde. Weil der Raki es so will, und es gibt ein Video, wo er laufender Kamera sagt, what? Nani? Das wäre halt echt bescheuert, weil Part 8 ist ja noch nicht mal fertig. Also warum Part 8 animieren? I don't care as long as JoJo, I guess. By the way, ich wusste mal damals jahrelang nicht, wie man zu diesem Boss hier kommt. Bis mir mal irgendwann einer aus der Schule erklärt hat, was ich machen muss, damit ich da hinkomme. Also halt so durch diese Torbögen fliegen. I legit did not know. Who are you guys? We're Star Fox. You'll never defeat Andross! Bread Rock! Ja, das war nicht gut. Not good. Was not good. We're heading out. All aircraft report. You did it! I was worried for a moment. Ja, Sektor Y ist aber, glaube ich, nicht so schwer, die 100 Treffer zu leisten. Gibt da ein paar Stellen, wo du mit ein paar Charged Unlocked Shots echt gut was machen kannst. Aber ich verstehe, was du meinst. Damals, vor ein paar Jahren war man halt noch so ein dummes Kind und damals wusste man das nicht. Oh, ich liebe ja die Momente jedes Mal, wenn mein Ventilator mir so mich anpustet. It's like a blowjob, but better. Ich finde, das ist auch echt eine merkwürdige Condition. Ich meine, ich will hier sowieso in die Mitte, also... Ich werde aber trotzdem versuchen, so viele Abschüsse wie möglich zu kriegen. Fox, we're under attack. Help us out here. I'm on my way. By the way, wie war das nochmal, wenn man alle Medaillen hat? Hat man denn nicht irgendwie Hard Mode freigeschaltet oder sowas? Wo dasselbe ist, nur irgendwie du nimmst mehr Schaden. Guck mal, hier gibt's Gundams. Es sind mehr Gegner vorhanden. Das klingt doch für einen Highscore-Hunter eigentlich ziemlich gut. Nein. Shit, das kostet mich jedes Mal meinen Laser. Ich vergesse das. Hallo, wieso habe ich da jetzt keine Abschüsse für gekriegt?
Ich fühle mich gerade milde betrogen. I feel fucking robbed yet again. And again. Hold them, they're trying to get through. Meine Charge Unlock Shots wollen sich gerade einfach nur verpissen. Ich brauche ein fucking Upgrade. Ich werde jetzt auch nicht mehr resetten. I promise. Swear to God. Jetzt, das war das letzte Mal, dass ich resettet habe. I'll take care of everything below. Es gibt kein einziges Upgrade in diesem Level. Like fucking hell. Hey Einstein, I'm on your side. Take him down with one shot. By the way, wer beschwert sich darüber, dass man ihn anschießt, wenn man sich genau vor ihn stellt? Ich meine, du gehst ja auch nicht zu einer Schießerei, stellst dich vor einen Typen mit einer Knarre und beschwerst dich dann, wenn er dich anschießt. So, 100 haben wir auf jeden Fall. Location confirmed. Sending supplies. Oh, finally. 131 ist ziemlich schlecht. Something's up ahead. Looks different. All range mode. Ich sage ja, sobald das Wort Lilith Wars fällt, denken immer viele direkt, ah, Rüdiger Attack. Enemy shield analyzed. Gee, quit moving around. Hier mag ich halt echt die Arena nicht, weil es ist alles dunkel. Es ist echt schwer, die Gegner zu sehen. Keep up the good work. Jeder einfallslose YouTube-Kommentar ever. Great job! Keep up the good work! By the way, check out my channel! I haven't seen your video at all. But please check out my channel and subscribe to me. I'm really desperate. Den Boss mag ich eigentlich überwiegend nicht, weil du meistens nichts von ihm siehst. Wisst ihr? In der Regel siehst du halt einfach nichts von ihm, weil es überwiegend dunkel ist. Da. Star Fox Zero hätte so gut werden können, ne? Hätte so... Fucking Star Fox Zero hätte so ein gutes Spiel werden können. Aber sie mussten ja unbedingt diese Fummel-Controls und diese absolut ekelhafte Kameraführung einführen.
Aquas, das sehe ich nicht so. Your skills have improved, Fox. I guess you're good for something. Oh, ich glaube, ich gehe heute Abend noch mal duschen. Betonung liegt auf noch mal. Ja eben, die beiden Faktoren machen das Spiel halt wirklich kaputt. Weil das hätte so ein gutes Star Fox sein können. Hättest du so viel Spaß dran haben können. Aber der Faktor, dass du die ganze Zeit irgendwie mit dem Controller rumfuchteln musst, um irgendwas zu machen. Und dass dir quasi konstant die Kontrolle über die Kamera entrissen wird, nur um dir irgendwas zu zeigen, ist so scheiße. Hang on, guys. Help is on the way. Bill, ich erkenne keine Freund oder Feind. Für mich sind das alles Scores. We can catch up later, Fox. Ich auch nicht, deswegen schieße ich auf alles. Hey Einstein, I'm on your side. In my native language, this is called mass genocide. Fucking Falco, you nugget! Man, there's just no end to these guys. Hat er nicht irgendwie... Ach, schade. Wollte nur Hallo sagen. Ohne den Verbündeten zu killen? Alter. Ja, alles für eine extra Line, ja Mensch. Ich weiß, auf welche ich schießen muss, so ist es nicht, aber... Miau. Wie gesagt, die sehen sich halt alle so ähnlich. The hatches are open, but there's so much to kill. Ich finde, by the way, das ist eine der schlechtesten Missionen im Spiel. Einfach weil sie so basically langweilig ist. Go find your own target, Fox. The hatches are open. Location confirmed. Sending supplies. You're not getting away that easy. Eine Bombe.
I won't let you get away from me. The hatches are open. Hey, Einstein, I'm on your side. Alter, ja, flieg mir nicht in die Quere. Yeah, right? The Hagrid is open. There's some sort of energy reaction. The core has appeared. Stand by to attack. Ich hab grad verstanden, the core has a pee. I won't let you get away from me. Hey, what's the big idea? Ein bisschen viel auf Slippy geschossen. Das war ein bisschen much pent-up aggression. Fucking. Hey, Einstein. You did it. Nee, jetzt wo ich rausgekriegt habe, dass ich keine Medaille kriege, wenn einer von diesen Fubbles stirbt, dann seitdem finde ich sie alle scheiße. Bill. Ja, Star Fox Assault war auch nicht schlecht. Sollte ich, glaube ich, auch mal irgendwann revisiten. Ich sollte so viele Spiele revisiten. Unter anderem habe ich in letzter Zeit auch schon wieder so viel Bock, mal ein Legend of Zelda zu revisiten. Ich weiß halt nicht welches. Ich kann mich nicht entscheiden. They're all good. That area is an oven. Don't ah, mein Wohnzimmer. Be reasonable, Fox. I'll be careful. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, dass wir jetzt durch mein Wohnzimmer fliegen. Das finde ich irgendwie nicht cool. Wir hätten mich wenigstens um Erlaubnis fragen können. Ah ja, mein Ofen und alles. Ne, nee, der Dachboden, der ist nochmal ein bisschen was anderes. Da ist das hier, eine Eiswüste gegen. Mit einem Laser. Wunderbar. Ja, das sieht stark aus nach meiner Wohnung hier. Aua. Looks like you could use some help, Fox. Don't get too excited. Here we go. Watch yourself, Fox. Was war das denn? Yes, please. Location confirmed. Sending supplies.
Yeah. Ja, das Problem ist hier, nach dem Level sind alle gefühlt tot. Besonders, weil Slippy so eine Scheiße abzieht. Vor allem, du weißt nicht mal, wo sich diese Nuggets überhaupt aufbewahren gerade in der Zeit. Aber so wenig Health, wie die nachher haben, habe ich immer das Gefühl, die fliegen in der Lava. So basically nutzen den das U-Boot. Habe ich mehr gesehen. Oh boy. Ach so, this is what my couch demon looks like. Es ist schon irgendwo cool, dass sie daran gedacht haben. Detroit Become Human? Ich kann das Game nicht mehr sehen. Ja. Überlegst du die Story? Achso, ob ich überlege, das zu spielen? Probably not. Hab die Story, als Kesu hier noch gewohnt hat, hat sie sich das geholt und sie hat das quasi hier gezockt und ich saß dabei. And the game was... Yeah, I didn't like it that much. Fand ich nicht so dolle. Also von all den Games, wo du halt so, ne, so Storyline-technisch hast, hat mir das bislang am wenigsten gefallen tatsächlich. Einfach so der gesamte Aufbau der Storyline, die Charaktere, die Plotholes. Oh mein Gott, die Plotholes. Ich merke schon, mittlere Route ist nicht so meine Stärke, ey. So, MacR. So you're going to attack the enemy base? Great idea, Fox. It'll be a piece of cake, General. Good luck. Es ist halt meh. Es ist echt ziemlich meh. Allein wie die einzelnen Charaktere aufgebaut und integriert sind, ist teilweise echt frustrierend. Then I'll
big and mysterious. Here they come! Just shoot it, Fox! Schießt wild in die Menge. Ja, gutes Schießen, Fox. Fliegt mir halt nicht so, ne? Wollte gerade sagen, warum... Warte mal, das möchte ich mal kurz rauskriegen. Hier, guck mal. Das sah gerade gurkig aus. Ich habe irgendwie in der Luft noch gewackelt. Das ist the mass of the land. Das Wort Jap ist jetzt auch nicht mehr erlaubt, Alter. Ich verstehe Autobot nicht. Wobei ich die ganze Idee von der Stage hier eigentlich echt cool finde, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Hier kann ich keine Laser verlieren. Come a little bit closer. Oh, might kinda like it. Hier musst du das halt jetzt, aua, tatsächlich dann können. So, jetzt geht es mit den Hebeln los. Jedes Mal, wenn wir hier dann bei den Schaltern sind, vergeige ich's. Nummer 1. 2. Location confirmed. Sending supply. I didn't expect to have you live. You're very lucky. Nummer 5. Ah, das ist Nummer 6. Oh fuck. Ich glaube, ich hab sie. Plus 50 gibt das. Holy shit. All aircraft report. Birdie, birdie, bird. I can see the look on that stupid face.
Force Fat Controller, wenn man den braucht. Ja, aber echt nochmal. Dem wäre das nicht passiert. I'm sure we heard him this time. Ja. Now it's our turn to kick some tail. Nice. Oh boy. Die Stage mit der höchsten Abschussrate, die du haben kannst. Fahren wir die? Ich würde sagen, ja. It's almost over. We're in your debt. Come back in one piece, Fox. Come back in one piece. General. Came in here. No problem. Do you copy? Emergency maneuvers! Too late. Game over, pal. Falco ist auf Mord aus. Sehr schön. Entering Venom Air Defense Zone. Everybody stay alert! Place mines ahead! Am I getting slow? Geben alle plus 3. Alter, er ist voll auf Mord aus. What the fuck? Chiffy. Shoot him down. We're being marked. Ah! Oof. Did we get him? Not yet, sir. They're on me. I'm getting careless. Fuck. Nee, jetzt habe ich den Pisslaser. Ja, ich krieg die nicht mal weg. Ich krieg die nicht mal kaputt. Ne, ist viel zu schwach. Great Fox will cover you.
Jetzt habe ich schon echt beschissene Zahl. Alter. Weil ich weiß, dass du immer noch verfolgt wirst. Like, immer noch. Ja, mit Babylaser brauche ich ja eigentlich gar nicht versuchen, irgendwelche Highscores zu machen. Der war gut. Warum immer Bomben? Holy shit. Deploy it now. Enemy ahead. Ich hätte Slippy jetzt so runterschießen können, ne? By the way, ich hasse diesen Boss. Okay. Yeah, yeah. Du bist mir witzig. Yeah, for 5 seconds.
Weil da macht er den Kram. Ich verstehe diesen Boss nie. Und das hier verstehe ich halt noch weniger. Ja. Ja, das habe ich jetzt schon. Das mache ich jetzt schon zum dritten Mal. I don't know how, I don't know why. Ich hasse diesen Boss. Der macht so null Sinn für mich, wann man ihn treffen darf und wann nicht. Aber die Abschüsse, die du halt hier kriegst, sind so krank. Hold on. We're entering Venom airspace. Und dass man angeblich bis zu 600 schaffen kann, ist einfach nur crazy. Say your prayers, Android. Oh boy, die Version. Don't get too cocky, Star Fox. Let's see how you handle our new ships. Too bad Dad's not here to see you fail. We'll make sure you never regen drugs. So dunkel. We'll just see about that, Star Wolf. You guys don't give up. Not yet. The party's just begun. Gee, I've been saved by Fox. How swell. By the way, das Einzige, was jetzt deren neue Schiffe können, ist eine fucking barrel roll. Hey, nice aircraft, guys. Time for a little payback. Und haben, glaube ich, mehr Health. Did he just say, I'm gonna fuck you up? You're not welcome here! Time for a little payback! Oops. I'll do you fast, peppy old pal! Ich wünsche, ich hätte wenigstens den guten Laser. Hey, what's the big idea? Alter. Fox, get this guy off me. Knock it off, Fox. Boah, der Slippy. Du bewegst dich halt auch echt scheiße gerade. Alter, dein Better Ship ist gleich für den Arsch. Come on, little man. Shoot. Shoot me. Shoot me. Stick to the pond, froggy. You're good, but I'm better. Okay, das war meine Schuld. Take care of the guy behind me, Fox. This can't be happening.
Oh, du Fucknugget. Ja, das wäre vor allem... Oh Mann, da muss Slippy wieder dumm sein. Jetzt schwören können, ich wäre da reingeflogen. Vor meine Rate ist gar nicht mal schlecht gewesen. Oh Mann! Und dann kommt Slippy. Habe ich jetzt also nicht True Boss Andross oder nur nochmal Baby Boss Andross? Nee, True Boss Andross. Shoshcast? I don't know. Ich würde gern. I would like to. It's foolish to come against me. Now you will feel true. Oh, nice. Aber erstmal Kopf- und Augenboss. Kopf- und Händeboss, meine ich. You have the brain, but you have not the brawn. So, Andross, you show your true form. Warum es dann keinen gibt? Weil ich nichts habe, worüber ich reden könnte so lange. Ach ja, stimmt ja. By the way, glaube ich, kein guter Zeitpunkt, um zu sagen, dass ich diesen Boss eigentlich nie verstanden habe. Weil, he does no... he is taking no damage. Somehow he doesn't break... he doesn't take damage. I am confused. I am dead anyways. Hä? Wie war denn das Scheißvieh nochmal? Über meine Lieblingsserie. Oh ja, ein Shoshcast über Yakuza. Dann hören zehn Leute für eine halbe Stunde mal nicht zu. Das wäre, glaube ich, ineffektiv. Hä? Man musste ihn doch treffen, oder? Ja gut. Erst die Augen? Hä? Aber die Augen kann ich auch überhaupt nicht treffen. Oh geil, mit Baby Laser jetzt. Oh, das ist ja wunderbar. You know
Lucky not complete baby laser. It's foolish to come against me. Now you will feel moon pain. Stell dir vor, ich fahre jetzt einfach wieder raus. Nach dem Motto, Zier. Oh boy. Oh schön, ich krieg nicht mal die Hände ge-one-cycled. Nice. Problem ist, die Dinger sind ja auch schneller als ich. Ja, kann ich halt echt keinen Schaden zufügen. Aber an die Augen komme ich halt legitim nicht ran. Allein, weil das hier schon viel zu lange dauert. Ah, doch, das geht noch. Ist halt nur irre umständlich. Und sehen halt aus wie Shrimps. Mal die Dinger sich jetzt benehmen wie fucking Sentinels. Und das eine Auge ist scheinbar komplett bekloppt geworden. That's a dead shrimp. Hä? What a shrimp. There's one shrimp. Sollte. Ich fliege einfach mal im Kreis, ja? Ach ja, jetzt macht er ja den Scheiß. Außer wenn ihm nicht danach ist. Das geht natürlich auch. Da konnte man sich nicht rausbefreien. Das war das. Genau. Da ist er so nah an einem dran. Ja, geil. Ja, geil.
Ich hasse den fucking True Boss von Andros. Der ist so kacke. Ist einfach nur dumm. Überwiegend ist es ja geil. Ich komme in der Regel nicht von dir weg. Das sehe ich nicht. What the fuck? What the fuck? Was war das denn jetzt für eine Aktion? Ich versuche nochmal ein bisschen Distanz reinzukriegen. Und dann hoffen wir mal. Oh, Gott sei Dank. Ich hasse ihn. Das Problem ist, wir müssen ihn nochmal machen. Führt keinen Weg drumherum. So geht's mir auch. Halt mal, wieso? Don't ever give up, my son. Don't fucking kidding me. Nein, nicht ernsthaft. Ich hab nicht. Father? Wieso? Gucke, ich hab doch vorhin auf Aufnahme starten gedrückt. Wieso ist die denn jetzt aus? Follow me, Fox. I am so fucking done. Oh man. I am so fucking done. Oh man, ich hab doch vorhin. Never give up. Trust your instinct. Nee, die Streamaufzeichnung sieht aus wie Scheiße. Das ist das Problem. Deswegen nehme ich das ja mal separat auf. Die Streamaufnahme an sich sieht aus wie Scheiße. Sowas will ich eigentlich nicht hochladen. Fucking OBS. Mann, ich hab doch vorhin auf die Scheiße gedrückt. Wieso ist denn das weg? Hä, der da. Hä? Wieso hat er nach einer Stunde aufgehört? Falsch hier. Ach Quatsch, ich habe eine fucking Festplatte mit noch 500 GB frei. What? Mann. Fucking. Was war denn da? Wo hat er denn da jetzt aufgehört? Und warum? Ich hab da nichts gedrückt, außer die Leertaste. Ich hab die hier. Ja, aber die tut gar nichts. Und die Leertaste. Die Leertaste macht nichts. Hä? Ich hab legitim nichts gedrückt. Ich habe auch für OBS keine Hotkeys oder sowas. Deswegen würde das auch keinen Sinn machen. This fucking ruins my day, you know? Zähl über jetzt und mein PC lacht. Bei dem Scheiß hier.
Was ist das denn? Hier ist eine fucking... Nee. Ja, geil. So, im Grunde alles, was ich heute vorhatte, für den Arsch. Wunderbar. I'm so fucking pissed. Ey. Das nervt mich gerade. Und die Streamaufnahme lade ich nicht hoch. Die sieht einfach scheiße aus. Alter. Slippy, get back here. Slippy, die. Watch out! Bogey on your tail! Whoa! Help me! Thanks, Fox! I thought they had me. We're entering Corneria City now. This is horrible. Natürlich hat er nicht getroffen. Everybody stay alert. Oh, jetzt ist gerade ganz schlechter Zeitpunkt, irgendwelche Fragen zu stellen. Also, ne, Fragen nicht, aber es ist gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt, irgendwie irgendwelche Anfragen für irgendwas zu stellen. Weil eigentlich wollte ich das auf YouTube hochladen. Das kann ich mir jetzt in die Haare schmieren. Damit wenigstens mal etwas kommt. Weil das nächste, was ich vorhabe, das dauert halt noch. I am so fucking pissed right now. I should get fucked. Ach man, vor allem warum? Es gibt keinen Hotkey. Warum sollte eine Aufnahme einfach abbrechen? Doesn't make any fucking sense. Ja, fahr ruhig draußen. Brech dir die Beine oder so ein Shit. Ach, Mann. Vor allem, ich habe die Leertaste gedrückt und dann auf einmal... Ja, Aufnahme weg. Aufnahme beendet. Warum? I don't know. Ich verstehe es halt nicht. Das macht null Sinn. Stream mit dem SpongeBob-Stream. Ich glaube, ich darf einfach mit OBS nicht mehr aufnehmen. Ich wollte das eigentlich als Powerstream hochladen, alle drei Routen. Jetzt denke ich mir so, ja geil. Ich kann es hochladen, aber in Trash-Qualität. Und das will ich eigentlich nicht. Hey, fucking... Nee, komm, nee. Nee, das schicke ich dir zurück, Minion. Das schicke ich dir zurück.
kleine Auf- und Unterung. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So machen wir das hier nicht. This is not how it's, how this works. Ach, Mann. Außerdem, Fraps hat ja nicht mal mit 240 gearbeitet. Er hat ja, ne, das genommen, was er gefunden hat. Aber dementsprechend waren sie groß. All aircraft report. You did it! I was worried for a moment. You're becoming more like your father. I'm fine. You okay Wie over there, kann das sein? Nee. Das Einzige, was ich gedrückt habe, war die Leertaste. Als ich aus dem OBS rausgeklickt habe, aber das hätte ich doch gemerkt, weil ich das denn. Oh boy. Ich glaube, es gab eine Option, was, wenn man den Stream startet, dass instant eine Aufnahme gestartet wird. Ich glaube, das sollte ich mir mal. Na, wobei, wenn ich mir das angewöhne, ist auch ziemlich dumm. Ist auch nicht unbedingt smart. Fox! Fox! Freak, ich habe keine Ahnung, was du getan hast. Das steht da auf einmal bei mir. Dass du irgendwie dein Abo gewechselt hast. I don't know. Ich lese diese Nachricht zum ersten Mal gerade. Alter, Peppy, ich schwöre dir, wenn du weiterhin meine Charge Unlock Shops abfängst, ne? Kriegen wir massiv Probleme. Nee, ich muss mal gucken. Es ist, mich riecht sowas auf. Sowas riecht mich mehr mittlerweile auf als irgendwas anderes. Yo, mein Dude, danke dir. But still. Weil die Aufnahme ist genau dann ausgegangen, wo ich angefangen habe, hier die Credits zu skippen. Problem ist, warum sollte es? Es macht irgendwo null Sinn. Weißt du, ich habe einmal dann quasi aus OBS rausgeklickt, damit ich in RetroArch reinklicken kann, um den Speeder zu aktivieren halt. Aber, eieiei. Nice. Nee, ich habe nur den ersten Run. Ich habe legitim nur den ersten Run jetzt. Also, basically nothing. Ein Drittel von dem, was ich eigentlich machen wollte. You're becoming a better pilot.
Richtig peppy. Get fucked. Location confirmed. Pending supplies. Das ist halt das Problem bei mir. Ich habe mittlerweile Qualitätsstandards entwickelt. Und ich bin mega angepisst, wenn ich sie wegen so einer Scheiße nicht einhalten kann, you know? All range mode. So, der Stream wäre jetzt dann nachher irgendwas so knapp dreieinhalb Stunden. Enemy shield analyzed. Und die eine Aufnahme ist jetzt eine Stunde. Das war halt der erste Run von heute. Und wie gesagt, null Ahnung, warum das auf einmal weg war. Schön. Zählt halt gar keine Treffer. That's okay. Feuer! Scottish Bastard! Oh, wo ist denn der? Ich mag den Boss nicht. Das ist eigentlich voll langweilig. Das ist. Du bist im Grunde die ganze Zeit nur dabei, ihm hinterher zu fliegen. Ist meine Arme mich bitte. Ja, was. Qualitätsstandards! Das ist was Persönliches für mich selber einfach. Ich weiß es wirklich zu schätzen, Mev, um Gottes Willen. Aber das sind für mich so persönliche Qualitätsstandards, mit denen ich denn. Ne? Auch wenn es mich eigentlich noch mehr aufregen sollte, weil ich stecke jetzt halt schon echt mehr Aufwand in Content tatsächlich. Deswegen kriegt es einen umso mehr auf, wenn denn auf einmal sich jeder denkt so, I don't care. Ich meine, die Musik hier ist jetzt mal kurz zum Thema zurückzukommen. Die Musik in dem Fight ist geil, aber meine Güte, der Boss an sich ist fucking langweilig. There you go. OBS, das deswegen update ich dich nie. Wegen solchen Sachen. Wegen solchen Sachen update ich dich nie. Oh, jetzt kommen wir zur fortgeschrittenen Dunkelheit. Jetzt wird's richtig dinkel. Everyone's favorite water stage. Star Fox, I want you to take out the enemy bioweapon. Du willst eine Menge von mir, Hund. Yes, sir. Deploy the Blue Marine. Good luck. Nee, ich werde mal gucken, wie die Streamaufnahme nachher aussieht und ja, wenn es nicht komplett terrible ist, dann mache ich das so. Aber wie gesagt, das wollte ich eigentlich verhindern. Hat man sich eigentlich jemals gefragt, warum das Spiel ausgerechnet eine Unterwassermission gebraucht hat?
ring. Eigentlich schießt man hier eh nur Raketen, ne? Also Torpedos. Weil warum sollte man was anderes schießen? Or shoot the torpedoes anyway, because it's the better weapon. Looks like the pollution has started. Wow. Abschüsse für fucking Säulen. How's the blue marine, Fox? It's a good thing you prepared, Cliff. This thing will never hold again. Armer Anglerfisch. He chooses death. Oh, shrimp. Whoa! What's that? Do a barrel roll. Barrel roll. Rolle im Fass. Ich meine, mich kotzt es ja schon an, dass ich nicht vernünftig streamen kann, ne? Also halt wieder mit Greenscreen und allem. Aber das sind halt, ne? Zum einen, da müsste ich mir was anziehen. Und Klamotten sind aktuell so überhaupt nicht in. Also, beziehungsweise, ich bin froh, dass ich hier, ne? You're a pest, Slippy. Thanks, Peppy. This thing will never hold together. Deswegen aktuell, ne, ich find's schon schade, dass ich halt nicht mit Greenscreen und mit Cam arbeiten kann, weil das ist halt nicht immer so eine Sache, wo ich immer gern gemacht habe, einfach weil ich mir so viel Blödsinn damit erlauben darf. Aber das Problem halt ist aktuell, entweder ist es die Beleuchtung. Weil ich müsste ja noch, damit der Greenscreen überhaupt funktioniert, müsste ich ja hier noch meine, meine Lampe anmachen. Ich sag mal, ich nenne sie mal meine Greenscreen-Lampe. Aua. Ich auch gerade. Oh, nice. Meins. Was sind das eigentlich immer für ganz komische Wesen? Ich hab die Bio-Waffel gefunden. Ich hab nur keine Energie mehr. Ja, man sollte auch nicht die ganze Zeit vorm Ventilator sitzen. Das ist halt auch nicht gut. Weil, dann kann es sein, dass du halt Zug bekommst. To be honest, ich weiß aktuell nicht, was mir aktuell schlimmer wäre. Dass ich einen steifen Nacken habe und, ne? Oder die Hitze. I cannot tell. That's it, boss!
Das ist, by the way, schade, dass dieser Boss halt so ist, wie er ist. Weil an sich ist das voll der Piss-Boss. Überlebe ich vielleicht noch knapp. Who knows? Man kann in der Regel fast stehen bleiben mit dem Vieh. Und es hält sich halt für einen Virtual Boy. Da kommst du, oder kommst du mir so vor, dass das ist der einzige Boss, der tatsächlich rot leuchtet, wenn er getroffen wird. Alter! Pack deine Eier weg, Junge! Oh boy. Huh. Ich könnte ohne Hose streamen. Das Problem ist, ich habe hier einen Lederstuhl. Ich bräuchte halt irgendwie einen Bezug für meinen Stuhl, wo nicht Leder ist. Am besten irgendwas, wo halt für den Sommer gut ist. Handtuch auf dem Stuhl. Ich habe nur so richtig grobe Handtücher. Dann ist es so nach dem Motto, pick your poison. Nimm das, was weniger schlimm ist. Deswegen kann ich es auch kaum erwarten, wenn mein neues Sofa da ist. Weil mein jetziges Sofa ist so fucking unbequem. Jedes Mal, wenn ich mich draufsetze, stehe ich quasi noch unentspannter wieder auf. Es ist wie im Sommer schlafen. Ich lege mich hin und wache noch unentspannter auf. Kissen, So ein Arschkissen, ja. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Oh, hiernach kommt meine absolute Hassstage. There's an enemy base there? Affirmative, General. No, there's a vacation spot and boobies. Ich finde Winter besser. Ich finde jede Jahreszeit besser als Sommer. Legit jede Jahreszeit. Ich mag Frühling, Herbst und Winter lieber als Sommer. This is Zone's ass. What a dump. I hear you, Flippy. Stimmt, ich sah von denen nicht getroffen werden, war das. Fucking bird person. Follow your father's example, Buck.
Oh. We're closing in on them, Falco. Take the right one, boy. I have the right. Cat, what are you doing here? Is that any way to greet a girl? Aua. Slippy, wenn du... Alter. Der wäre da fast in den fucking reingeflogen. Hast du Rick and Morty geschaut? Yes. Nur die letzten Folgen halt noch nicht. Weil ich gucke die immer nur über Netflix, deswegen bin ich da noch nicht komplett auf dem neuesten Stand. Mir fehlen beziehungsweise die letzten paar Folgen. Die letzten fünf, I guess. Wow. Alter, schon 128. Ist kinda good. I'm underwater. Location confirmed. Sending supplies. My bomb. Enemy tanker. You've got an enemy on your tail. Nani? Ah, das behalten wir mal noch. Alter. Crash der Lappen in mich. Zufrieden. Back off, fuck. Fuck off, fuck. Und Bojack Horseman, da musst du dich mit Andy auseinandersetzen. Der hat das geguckt. Sonst ein anderer Adult-Cartoon, den ich aktuell sehr gern gucke, ist Bob's Burger. Hey Einstein, I'm on your... That was a close call, Fox. Jeez Louise, what is that? Be careful, it might be a trap. Something's coming from the sea! Warte, wie war der nochmal? Genau. Ja, also Andy hat mir letztens erzählt, er guckt irgendwie in letzter Zeit BoJack Horseman. Und bei mir wäre das wahrscheinlich aktuell Bob's Burgers.
Ach, so war das genau. Benutze Bomben weise. BZW blow his ass up. Gibt da auch immer so viele Bomben. Arr, 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 arr. Aua. Arr. War so doof gefragt, wer von euch kennt Bob's Burger überhaupt? Archer habe ich mal versucht zu gucken. Bin ich irgendwie nicht so richtig reingekommen. Beziehungsweise ich merke jetzt erst. Eigentlich der perfekte Emote für die gesamte Situation ist eigentlich It's all about... It's all here. My mood just got bigger. Nö, aber ich find's ganz gut, dass es mal eine Serie dann gibt, wo man ja einfach mal Folgen gucken kann, ohne dass es eine kontinuierliche Storyline hat. Wenn ich was Kontinuierliches gucken will, dann suche ich mir tatsächlich was, wo richtig Inhalt hat, so böse es klingt. The enemy army is gunning for you. Be careful. Ich hasse es, Sektor Z. Don't worry, sir. Ja, mein letzter Anime ist auch schon ziemlich lange her. Ich finde halt aktuell keine, wo mich richtig interessieren. Ja, ich sag mal so, Bob's Burger ist dann eine gute Hintergrundshow, wo man laufen lassen kann. Tanya the Evil? Nee, davon habe ich noch nie gehört. Sorry. Nice. Welcome. War das nicht so, ich kann unten in die Great Fox fliegen? Ja, die Mission werde ich einfach versuchen zu schaffen, so gut wie möglich. Also so schnell wie möglich. Fuck scores. Yep, there we go. Konosuba habe ich tatsächlich die erste Folge gesehen und habe mich gewundert, ob ich nicht doch ein Hentai schaue. Muss ich ganz ehrlich sagen. Not that I mind. Because everyone who says they don't like anime titties, they are fucking liars. Here it comes. Ich kann das Ding halt noch lange nicht treffen. Aber ich möchte sie immer so schnell wie möglich weghaben.
ist das denn für eine Spacebox? Deswegen, ich werde jetzt mich ja mal kurz hier auf das Spiel konzentrieren müssen, weil... Ja. Don't want to do that again. Von wo? I'm heading for the missile now. Bei Slippy. Fox, get this guy off me. Ach da. Get this guy off me. Ach da, ich sehe auch am Bildschirmrand, okay. That's one. This is really starting to tick me off. Are you gonna hug all the fun? Keks hat mir Umbrella Academy empfohlen. Ich war am Überlegen, ob ich da mal reingucken soll. Oh, das war Cat. I guess. Nee, war sie nicht. Take care of the guy behind me, Fox! Oh boy. Make way for Cat! Ja, nee, wir haben gerade größere Probleme. You trying to damage my pretty face? Beautiful. I could kiss you for that. Ja, dafür, ne? Ich überlege halt gerade nur eine Route, wo man richtig gut Score machen könnte. Ich meine, hier hätten wir hier nicht die Route genommen, sondern wären hier nach Macbeth abgebogen. Ich glaube, da hätten wir gut was an Score machen können. Who the fuck is Cat? Basically, no one cares. Katzen-Nebencharakter. Ja, 98 ist nicht viel. It's not much. Da ist Macbeth. Was haben wir bei Macbeth letztes Mal? 170? Sagen die 170? Und nicht mal eine Medaille. What the fuck? Ja, wir hätten nämlich... Ja, an sich würde ich wahrscheinlich, wenn ich richtig Highscores jagen wollen würde, würde ich wahrscheinlich die harte Route... Na, wobei... Das gucken wir uns gleich mal genau an, wenn wir hier durch sind. Hey, Gesäut. Oh, nochmal die Verteidigungsbasis, ey. Mal gucken, was wir da jetzt rauskriegen an Punkten. Entering Venom Air Defense Zone. Everybody stay alert. Baseline's ahead.
Fucking hell. Nani? I guess you're good for something. Great Fox will cover you. Was sind das eigentlich für komisch aussehende Bohrer? Did we get them? Not yet, sir. They're on me. I'm getting careless. What's taking you so long, Fox? Ich verstehe mal nicht, wie Peppy so lange verfolgt werden kann. Oh, nice. I'll make those fools pay. Stage is ever so fucking long. They've broken through the first line. Du fucking... Ja, nee. Medaille ist mir egal. Von Jojo redest, wer ist dein Lieblings-Joe-Bro? Mein Lieblings-Joe-Bro? Die Frage, Gegenfrage, wen akzeptierst du in Part 5 als Joe-Bro? Also, wer ist deiner Meinung nach der True Part 5 Joe Bro? Mister? Nicht hier, sag schon. Sticky Finger. Ich hab seinen Namen gerade vergessen, legitim.
Aber ja, wenn du Mister als den Joe Bro aus Part 5 ansiehst, dann wär meine Antwort wahrscheinlich Mister. Gefolgt von Okuyasu. Ich werde diesen Boss, glaube ich, auch nie verstehen. Jetzt ohne Slippy ist es halt nochmal was anderes. Ganz ehrlich, Kakyoin mag ich sogar mit am wenigsten. Ich weiß nicht wieso, ich finde Kakyoin einfach nicht wirklich interessant. Da mag ich Mister und Dings lieber. Besonders Okuyasu. Also komm, Okuyasu wäre ja nicht so abgrundtief dämlich. Dann hätte er einen der mächtigsten Stands überhaupt. Gujarati? Ja, deswegen meine ich ja. Erkennst du Gujarati mehr als Joe Bros Part 5 oder fast jeden? Weil ich finde, Part 5 hat... Da ist fast jeder ein Joe Bro. Weil die gesamte Gruppendynamik ist ein einziger Joe Bro. Mal davon abgesehen, dass Part 5 ein ziemliches Gore-Fest ist. Aber hier ist es was anderes. Still kinda like Part 5. Ich meine, sie haben das Damage Cap einfach mal... way nach oben geschraubt. Also so weit nach oben, dass du danach suchen musst. Staffel 4 fandst du mega fad. Ja. Aber Part 4 fand ich halt schön für die kontinuierliche Storyline im Grunde. Und dass sie dann und wann mal so... Sie hatten dann trotzdem mal diese, ja, ein, zwei Folgen, wo literally nothing passiert ist. Ich möchte nur mal an die Folgen mit dem Koch erinnern. Das ist eine meiner Lieblings-Jojo-Folgen. Like, in general. Ja, jetzt habe ich tatsächlich gute Laser. That's Pigma. Give it up. Oh, ich liebe den Scream von fucking... Oh, Andrew. Das ist einfach nur... The party's just begun. Not yet. You're too strong. By the way, ich zerstöre die gerade. Alter, 150 Abschüsse. 200. Speedo ran! Ja, nee, das kann ich aber verstehen. In Part 4, die hatten ihren Maincast. Später kam halt noch Rohan dazu, aber ja, mit denen, die sie dazugefügt haben, haben sie dann relativ wenig gemacht. Bin ich da auch, verstehe ich, ja. Oh ja, aber hier Yoshikage Kira ist einer der besten Bösewichte. Hands down. Mag ich sogar tatsächlich lieber als Dio. Ich bräuchte einen Goldring.
Now you will feel free. Könnte ich echt gut gebrauchen right now. Haha, yes. That's the spirit. Und 7 Bomben, holy shit. Vom Kampf so, naja. Ich fand den Yoshikage Kira Fight halt genau deswegen gut. Es war halt nicht dieser, ja, ne, Brawn over Brain. Sondern es war ein Fight, wo tatsächlich der gewonnen hat, der am Ende schlauer war. Komm. So, let's do this. Only I have the brains to rule my life. Ich bin mal ein bisschen. Ich versuche mal schlau zu sein. Ich guck mal, ob ich hier lang fliegen kann schon. So, Androd, you show your true form. Oh. Yoshikage Kira mag ich einfach wegen seinem Aufbau als Charakter lieber. Dio ist halt, so böse das klingt, aber Dio ist halt einfach Dio. Das, ich will nicht sagen, dass es langweilig wurde irgendwann, Dio zuzusehen, wie er Dio-Sachen macht. Aber irgendwann wurde es ein bisschen öde. Aber seien wir mal ehrlich, Dio hat nur seinen Kram gemacht. Selten selber mal was getan. Die wollen sich gerade nicht aufteilen, ist das Problem. Das war gut. Das war sogar ein Treffer. Problem ist halt, das Drehmanöver dauert so unglaublich lange. Hä? Machen die sich gegenseitig gerade Schaden? Ein Auge ist weg, oder? Ein Auge ist weg. Die scheinen sich echt gegenseitig Schaden machen zu können. Lieber so. Aua. Ja, und jetzt habe ich ihn hinter mir.
Ja, gut. Ach, gut. Ach ja, so 3 Stunden für alle Routen, für alle Level quasi. Wie gesagt, ich bin halt echt pissed, das, ne, mit der Aufnahme. Das bin ich echt pissed. Don't ever give up, my son. Father? Follow me, Fox. Ja, das stimmt, diesmal mit ganzen Flügeln. This way, Fox. Never give up. Trust your instinct. Trust your instinct. You've become so strong, Fox. You become dead. Die! Alufo, du hast legit alles verpasst hier. Oh, that's a good score. I'd like to see that. But I don't like the credits. Vergi, Vergi, Vergi. Allein wie sich Slippy bewegt, ey. Ironisch, auf der schweren Route habe ich jetzt natürlich noch den höchsten Trefferumsatz. Sag mal, hätte ich die eine Idee umgesetzt, die ich hier hatte, dann wäre sogar noch mehr geworden. Aber guck mal, Sektor Z ist nämlich echt scheiße, was Treffer angeht. Ja, Macbeth ist nämlich 170. Also würde ich sagen, wenn man tatsächlich die beste Route fliegen will, wird das auf Meteor... Ja gut, Meteor 200, ne? Dafür skippst du aber halt den mittleren Planet und kriegst dafür nur 70. Weil du kannst von Meteor kannst du nicht auf die Mitte wechseln, oder? Beziehungsweise, es wäre ja auch Blödsinn, weil du kannst ja... Da müsstest du nämlich Solar machen und Solar ist auch scheiße. Ergo,
würde ich wahrscheinlich, wenn du wirklich eine effiziente Route fahren willst, würde ich wahrscheinlich echt einfach nur Sektor Z durch Macbeth austauschen. Ja, wobei, Sektor X hat auch ziemlich guten Abschuss. Aber da kannst du ja auch nicht hin. Eieiei. Also sich so eine Highscore-Route zusammenzustellen, ist ja schon was. Oh, eine Menge Medaillen. Außer jetzt auf der Hardroute, da habe ich nicht eine. What? What? Stimmt, aber dafür kriegen wir jetzt ja nichts, ne? Ja. Aber das 1268 ist nicht schlecht. Rüdiger wird mich da zwar für beleidigen, aber ja, das ist was anderes. Was ist Speicher eigentlich? Einfach nur löschen alles. Ja, warum sollte man das tun? Titelbildschirm. Ich glaube, den kriegst du erst, wenn du das Ganze, wenn du alle Medaillen hast. Nee, aber ich mache hier, glaube ich, für heute Feierabend. Ist zu warm, um lange zu streamen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder zu I Have No Idea. Probably der Schorschmann streamt aus einem Pool. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Setup hinkriegen will in einem Tag, aber ja. In dem Sinne, euch noch einen schönen restlichen Abend. Cool bleiben und bis dahin. See you, Leute.